Cargobeamer Gruppe ist ein innovatives Rail-Unternehmen, die sich als Ziel ausgesetzt hat, der größte Intermodal-Operator Europas zu werden. Und in dem Sinne mit innovativer Technologie, die wir selber entwickelt haben, im Bereich der Waggons und der Rail-Terminals, die Verlagerung von Straßenverkehr auf die Schiene im großen Stil zu ermöglichen, europaweit. Konkret, das große Problem ist, die Autobahnen sind voll mit LKWs und diese LKW-Anhänger sollten für die Langstrecke die Schiene nutzen. Warum? Weil die Schiene Systemvorteile hat in Sachen höherer Energieeffizienz, sehr viel geringerer, wir reden über 90% geringerer CO2-Emissionen, Kostenvorteile, Geschwindigkeitsvorteile, andere Vorteile wie weniger Fahrer. Wir haben ein absolutes Problem mit Fahrermangel. Dementsprechend muss mehr auf die Schiene verlagert werden. Das große Problem ist, der Großteil der LKW-Anhänger Europas ist nicht kranbar und es gibt zu wenig Entry-Punkte, sprich Terminals, um den Einstieg in das Railway-Netzwerk zu ermöglichen. Und Cargobeamer versucht eben mit eigenen Waggons und mit eigenen Terminals einen automatisierten, parallelisierten Umschlag zu ermöglichen, der wesentlich, wir reden über 4- bis 5-mal so effizient ist, wie der normale Umschlag aktuell mit einem Kran, ermöglicht alle Arten von LKW-Anhängern, nicht nur die Kranbahn, sondern alle, also 100% des Marktes auf die Schiene zu bringen und dementsprechend zu ermöglichen, dass all diese Verkehrsverlagerungsziele, die es auf Länderebene, aber eben auch auf Europaebene gibt, überhaupt erst ermöglicht werden können. Ja, Stand jetzt haben wir täglich ungefähr 15 Züge, die europaweit fahren. Wir haben wichtige Verkehrsachsen schon besetzt. So fahren wir Linien von Deutschland nach Italien, sprich die Nord-Süd-Achse, wo wir mit Marktführern mittlerweile sind. Wir fahren von Deutschland nach Südfrankreich an die spanische Grenze, also den iberischen Raum zu bearbeiten. Wir fahren von Nordfrankreich ebenfalls nach Südfrankreich und wir fahren von Norditalien nach Nordfrankreich, fahren dementsprechend schon so ein X quer durch Europa. Wir haben dafür unser erstes eigenes Terminal schon in Betrieb mit der Cargobeamer Automatisierungstechnologie, das ist in Calais in Nordfrankreich und wollen jetzt die nächsten Terminals in Deutschland und Italien als im nächsten Schritt bauen, um eben dieses Netzwerk dann noch performanter und effizienter zu machen und dann in den nächsten Jahren, nächstes Jahr wollen wir 500 neue Waggons hinzufügen, die wir in Erfurt zusammenbauen selber, wollen damit dann dieses Netzwerk erweitern und Routen weiter Richtung Osten, Südosteuropa und Nordeuropa quasi verbinden mit dem bestehenden Kernnetzwerk, das wir jetzt schon aufgebaut haben. Also aktuell sind wir jetzt zum ersten Mal als Unternehmen über die magische Grenze von 100 Mitarbeitern gekommen, davon sitzen in Leipzig, was unser Headquarter ist, über 70. Und da wollen wir im nächsten Jahr bis auf 200 hochgehen. Also wir wollen das kontinuierlich vorantreiben. In Sachen, wo wollen wir hin? Wir wollen, wie gesagt, der größte Intermodal-Operator oder kombinierte Verkehrs-Operator im Bahnbereich Europas werden. Das wollen wir in den nächsten 3-4 Jahren erreichen und wollen dann in den nächsten 10 Jahren auf über 20.000 Waggons gehen. Dementsprechend die Anzahl der Mitarbeiter natürlich deutlich nach oben fahren und ja eben auch den Standort Leipzig nochmal deutlich stärken. Speditionen sind vor allem unsere Kunden. Was macht der Spediteur heute? Wir versuchen, wie gesagt, Straße auf Schiene zu verlagern. Das heißt, wir gehen zu den Spediteuren, die Schiene noch nicht nutzen, die primär alles über die Straße mit einem klassischen LKW Langstrecke von A nach B machen, Fabrik zu Fabrik oder Fabrik zu Endlager. Mit diesen Spediteuren arbeiten wir, um die Prozesse so anzupassen, dass nur noch Kurzstrecke von Fabrik zu einem Bahnhof, zu einem Cargobeamer-Bahnhof idealerweise gefahren wird. Das sind dann 50 bis 100 Kilometer. Und wir quasi den langen Teil, die 500 plus Kilometer der Strecke, auf der Schiene übernehmen, wo wir nur den Anhänger mitnehmen und der Spediteur dann auf der anderen Seite diesen wieder abholt. Das heißt, wir sind quasi ein Dienstleister für die Spediteure, um ihnen somit zu ermöglichen, dass sie ihren Kunden wiederum komplett nachhaltige und günstigere Logistiklösungen anbieten können. Ja, wir wollen natürlich wesentlich mehr Linien haben. Es gibt zwei Sachen, die das eingrenzen. A, klar, wir brauchen mehr Waggons und diese versuchen wir jetzt eben selber in der Endfertigung zu bauen und dann europaweit einzusetzen. Und du musst eben, um mehr Linien fahren zu können oder diese Linien auch hochfrequent fahren zu müssen, das ist nämlich auch wichtig, um dann ein attraktives Angebot dem Markt gegenüber zu haben, müssen wir dann auf die eigene Cargobeamer-Technologie in den Terminal setzen, dass wir es hinbekommen, am Tag nicht nur 3-4 Züge rein und raus zu bekommen aus dem Terminal, sondern bis zu 12 Zugsets rein und raus. Dann kann man hingehen und kann auf einer Linie 3 bis 4 Abfahrten am Tag ermöglichen, so wie wir es gerade auf unserer Italien-Deutschland-Achse machen. Und da ist man extrem attraktiv für den Markt, weil man muss das so verstehen wie den Passagierbereich im Schienenbereich. Wenn es 3, 4, 5 Abfahrten am Tag geht, ist es für den Kunden einfach wesentlich interessanter, als wenn es 4 Abfahrten die Woche gibt. Und genau da wollen wir eben hingehen und wollen alle möglichen Industrien so ein wirklich breit gefächertes Angebot bieten.
Und das eben, wir wollen gucken, es müssen mehr Linien sein. Wir wollen natürlich alle Kernländer und alle Kernindustriezonen Europas abdecken, alle wichtigen Häfen und so weiter. Aber wir wollen auch sicherstellen, dass wir genug Frequenzen haben und nicht nur vereinzelt Insellösungen anbieten können.